Börsenguru Mark Faber, hier sehen wir auch einen der neuen Tesla, hat sich zu Wort gemeldet in dieser Woche und gesagt, Tesla ist wertlos. Ist ja schon ein sehr vernichtendes Urteil. Wie kommen Sie denn dazu? Das hat er nicht das erste Mal gesagt. Wir hatten ihn ja auch schon im Interview, Kollege von mir. Da hat er schon mal gesagt. Neu ist jetzt, dass er sich ein bisschen verbessert, insofern, dass er sagt, okay, der Hype ist gerade da und wir sehen auch gleich nochmal den Chart und die Aktie hat so viel Schwung, dass sie tatsächlich nochmal jetzt von unter 300 auf $500 erst steigen kann, um dann erst abzustürzen. Also lässt er sich viel offen, Mark Faber, hat sozusagen in beiden Richtungen erstmal recht. Aber er hat natürlich recht, dass es passieren kann, dass Tesla scheitert. Tesla macht immer noch Verluste. Tesla ist extrem hoch bewertet. Und interessanterweise hat sich jetzt Elon Musk gemeldet. Wir wissen, bisher hat man viel Kapitalerhöhungen gemacht und auch er selber hat für die Aktie gerne ein bisschen mitgetrommelt, hat gesagt, man kann sich nochmal vervielfachen im Kurs, man kann Richtung Apple gehen bei der Marktkapitalisierung. Aber jetzt ganz neue Töne von Elon Musk in einem Interview. Und er sagt, die Marktkapitalisierung von rund 50 Milliarden Dollar, was ja auf dem Niveau von großen Herstellern ist, wie GM, Ford, BMW, während Tesla nur 1% der Autos herstellt, wie GM und Ford letztes Jahr. Also Elon Musk sagt selber, wir haben das in keinster Weise eigentlich verdient, stand jetzt, die Marktkapitalisierung. Frage ist, wieso macht er das gerade jetzt? Vielleicht auch deswegen, weil er mit Gewerkschaften ein bisschen gerade Probleme hat sozusagen, die wollen höhere Löhne und er sagt, Moment mal, so gut sind wir noch gar nicht, wir machen ja Verluste, wir haben noch viele Probleme und da weht plötzlich ein ganz anderer Wind seitens Elon Musk, was das angeht. Klar, du kennst meine Meinung, ich weise immer gerne auch auf die großen Risiken hin. Elektroauto wird kommen, aber es kommt eben extrem schnell aus allen Richtungen und nicht nur von Tesla. Es gibt extrem viele Konkurrenten, wird 240 neue Elektroautomodelle geben in den nächsten 5 Jahren. Und Tesla ist dann nur ein Autohersteller von vielen, der extrem hoch bewertet ist. Da muss man dann sehen. Kurzfristig, charttechnisch, ist es noch alles intakt im Aufwärtstrend. Aber hier sind wir schon mal oben angeschlagen. Also Trader können hier immer mitspielen, ist eine schöne Trading-Aktie. Langfristinvestoren würde ich mal raten, sehr, sehr vorsichtig zu sein. Spätestens hier dann auch diszipliniert rauszugehen, wer noch investiert ist. Und die Risiken sind tatsächlich da, dass Tesla scheitert. Noch eins muss ich erwähnen, es gab ja viele Tesla-Bullen, Analysten, JP Morgan, Jones, der Analyst, ist sehr nah dran bei Tesla. Auch er rudert jetzt ein bisschen zurück und sagt, er glaubt nicht, dass Tesla seine Ziele erreicht. Tesla will ja von jetzt rund 80.000 Autos pro Jahr produziert, 2018 schon 500.000 Autos produzieren, dank des Model 3. Und er sagt, nee, das schafft Tesla leider nicht. Es werden wohl vom Model 3 eher unter 100.000 Stück werden, dann noch Model S, Model X, also weit weg von den insgesamt 500.000 Autos. Du Also sagst, die Konkurrenz schläft nicht. Wir können auch mal die Konkurrenz ja von Jaguar angucken, denn auch die sind am Start. Wir haben ja schon über VW und BMW oft an genau. dieser Stelle gesprochen, aber auch Jaguar ist ja auf der Überholspur. Genau, das ist nur ein Beispiel. Wir hatten gerade zuvor das Model X gesehen. Das ist der Model X-Konkurrent, der jetzt innerhalb der nächsten 12 Monate kommt. Der wurde jetzt erst gestern, kam ein Video, wird veröffentlicht, der in Monaco, der schon seine Testrunden, das Live-Modell sozusagen. Und vom Design her war und ist Tesla sehr stark, aber das kann sich da mindestens damit messen, aus meiner Sicht. Das ist natürlich subjektiv. Und vor allem wird das Fahrzeug wohl 20%, Entschuldigung, $20.000 günstiger sein als das Model X. Ähnliche Reichweiten gleichzeitig haben. Und es kommen, wie gesagt, von Daimler, BMW noch ganz andere solche Autos. Und ein wichtiger Punkt ist eben, da kommen wir gleich nochmal drauf auch, dass von der Batterietechnologie Tesla in dem Sinne keinen technologischen Vorteil hat. Das können andere besser. Deswegen setzen wir und ich lieber auf Aktien, die von der gesamten Elektromobilität profitieren.